Jetzt wird's aber richtig ernst. Unsere allererste Slammerin arbeitet gerade an ihrer Habilitation, also für alle, die es nicht wissen, daran, Professorin zu werden. Was sie da jetzt so macht, das erklärt sie uns am besten selbst. Einmal Applaus bitte für Isabella Schwaderer. Isabella, alles ist schon bereit für dich. Ich habe gelesen und auch von dir gehört, du hast schon einige Jahre Lehrerfahrung auf dem Buckel. Ein bisschen, ja. Ist es für dich jetzt was anderes, hier auf so einer Eventbühne zu stehen, als im Hörsaal? Ja und nein. Also ich meine, natürlich ist es schön und man wird ja dann irgendwann mal auch zu so einer Art Rampensau. Gehört ja auch irgendwie zum Job dazu. Aber es ist doch was anderes, jetzt hier so interaktiv und so voll performativ das Ganze darzustellen. Ne? Normalerweise mache ich das also jetzt ein bisschen dröge, dann muss ja auch irgendwie die 90 Minuten rund kriegen von so einer Vorlesung. Naja, ganz aber gut. Heute geht's schneller. Sind hier Studentinnen von Isabella oder Studenten anwesend? Nee. Nein? Gut. So, jetzt kann ich die Sau rauslassen. Ja. Also bist schon eine Rampensau. Na dann, zeig mal, was du kannst. 10 okay. Minuten Zeit für dich. Viel Erfolg. Dankeschön. Gut, heute wollte ich euch ein bisschen was erzählen über das Thema, mit dem ich mich beschäftige. Bisschen schwer zu erklären, ich habe ja 10 Minuten Zeit. Religion und Tanz. Gut, ich bin der Religionswissenschaft hier an der Universität Erfurt und Tanz hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, in unterschiedlichen Arten und Weisen. Wie hängen die zusammen? Sehen wir. Vielleicht erstmal fange ich bei mir an. Also der Tanz, damit hatte ich nicht immer wirklich gute Erfahrungen. Also so meine erste Erfahrung so mit institutionalisiertem Tanz war im Tanzkurs. So, wenn das jetzt weitergeht. Nein, geht es nicht weiter. So, ja, fest draufdrücken. Das war, man hat es irgendwie, das war in der Schule, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das ausgemacht habt. So mit 13, 14, ja, danke. Grauenvoll, ja, also man musste da eben so ein kleines Repertoire arbeiten und dann hatte man hinterher so einen Abschlussball und da braucht man dann so ein Ballkleid und ich konnte den Takt nicht halten und bin meinem Tanzpartner auf die Füße getreten. Nicht gut, ne? Weil eigentlich ging ich ja lieber auf Punkkonzerte. Das war so eher meins, ne? Ich hatte da so einen Irokesenschnitt und rot gefärbte Haare und so. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich nicht so gerne aufgefordert wurde, aber da musste man den Takt wenigstens nicht halten. Ne? Also, ja, hat also alles so ein bisschen unterschiedliche Gesichter. So, aber wie ich jetzt die Religion mit reinbringen sollte, das ist jetzt eine etwas komplexere Geschichte. Wir fangen jetzt ganz vorne an. So, und zwar nämlich in der griechischen Antike, das habe ich nämlich auch studiert, altgriechisch, ja, kann man machen, muss man nicht. Ich habe auch Philosophie studiert, ne? Ich habe jetzt auch keinen Taxiführerschein. Nee, aber Geld verdient habe ich damit natürlich auch erstmal nicht, ja, sondern eigentlich eher mit Tanzauftritten und so. Aber dazu vielleicht später nochmal. Also ich habe mir also überlegt, welche Funktion hatte der Tanz in der Antike im religiösen Kontext? Das erste Beispiel, worauf ich gestoßen bin, das seht ihr hier auf dieser Amphore, sehr regelmäßig aufgeräumt. Das ist eine Darstellung von einem Begräbnis. Das ist aber nicht alles. Was so ein bisschen irritierend ist, ist, dass in der griechischen Antike der Tanz auch sehr viel mit Manie zu tun hat. Also was wir hier sehen, das ist das, was die Griechen sich so in der grauen Vorzeit vorgestellt haben. Das ist eine Frau in Ekstase, eine sogenannte Menade, eine Begleiterin des Weingottes Dionysos. Den sehen wir dann später auch noch. Und ja, wie man sieht, ist sie also total außer Kontrolle. Sieht man an der Haltung, die zurückgebeugte Nacken, ne, das aufgelöste Haar. Man denkt schon an die Punkkonzerte. Ja. Und das war schon auch immer verbunden mit einer gewissen Maß an Gewalt. Also was wir hier sehen, ist also diese Menaden haben Frauenfest gefeiert, die Frauen nur unter sich. Männer hatten da keinen Zutritt und einer hat es versucht und der wurde dann zerrissen bei lebendigem Leibe. Das hatten sich die Griechen in ihrer grauen Vorzeit vorgestellt und während der klassischen Zeit, da ging es dann wesentlich aufgeräumter zu.
Das hier ist eine Darstellung einer Prozession bei den Panathenäen. Ja, also alle schick angezogen und laufen alle in Reihe und Glied da zum Athene-Tempel hoch, also ein bisschen wie Abschlussball. Ja. Und so im Großen und Ganzen konnte ich also diese, so ein bisschen diese Opposition von Aufräumen und Auflösung der Ordnung feststellen. So, und jetzt kommen wir noch zu einem Superstar aus meinem Philosophiestudium. Den kennt ihr alle, oder? Ja, sie hat am lautesten gelacht. Wer ist das? Nietzsche. Jawohl, ganz genau. Nietzsche hatte also auch eine ähnliche Vorstellung und der sagte sich, also es gibt irgendwie die Leute, die aufräumen und es gibt die Leute, die wieder Unordnung machen. Und die bezeichnen wir nach unterschiedlichen Prinzipien. Und zwar das eine wäre das des Weingottes Dionysos. Man sieht auch hier wieder die ja, zurückgebeugte Haltung, das aufgelöste Haar, das Punkkonzert. Unter Drogeneinfluss und die Ordnung haben wir bei Dionysos, hier ist alles klar, es ist alles im Rhythmus, man latscht dem Tanzpartner nicht auf den Fuß und diese beiden Prinzipien, die kämpfen also gegeneinander. Das stellte man sich also so, stellte sich Nietzsche vor als ein Modell. So, ja, ich weiß, das kann man überhaupt nicht lesen, ist es aber auch, glaube ich, gar nicht wichtig. Wir haben hier so eine Art Zeitstrahl, wo wir, habe ich jetzt mal nachgezeichnet, wie man sich das also so vorstellen kann. Ja, wir haben jetzt hier die unaufgeräumte Phase, ja, mit der Frühphase, mit dem zerrissenen Mann, der bei den Frauen auf der Party war, im Gegensatz zur klassischen Antike. Hier geht es in die andere Richtung und so schwankt es also so in der europäischen Kulturgeschichte, zumindest stellt sich das Nietzsche so vor. Wir haben das apollinische Prinzip Vernunft, Ordnung und Harmonie. Und dagegen haben wir das dionysische Prinzip, das ist alles da, wo es nach unten ausschlägt. Kann man sich so vorstellen, aber vielleicht auch nicht, weil wir sehen ja hier im Mittelalter, wo das Christentum sozusagen die Oberhand hat, schlägt es für Nietzsche und seine Zeitgenossen irgendwie alles so in die unharmonische Richtung aus. Wenn man sich die Darstellungen aber anguckt, sind die Damen hier, die tanzenden Damen, doch ja, aufgeräumt. Und hier sehen wir die Engel im Paradies, die also im Reigen tanzen. Es gab aber auch die Vorstellung davon, dass eben das Chaos dann in das Leben eindringt, vor allem mit der Erfahrung der Pest in Europa im 14. Jahrhundert gab es also auch die Vorstellung, dass der Tod und der Teufel im Tanz sich einschleicht. So, und so steht sich das alles gegenüber. Wir haben Zeichnungen in Kirchen auf dem Fußboden, wo man sich also vorstellen könnte, dass vielleicht so ein Reigen von Engeln dieses Labyrinth durchtanzt. Aber auf der anderen Seite war die Kirche auch nicht mehr bekannt dafür, den Tanz besonders zu schätzen. Also hier dieser freundliche Mensch, ein Kardinal aus Mailand, der hat während der Pest in den 1580er Jahren in Mailand die Kranken gepflegt. Das hat seinen Gesundheitszustand nicht so gut getan. Der verstarb nämlich kurze Zeit später und er verbot den Tanz in der Kirche. Denn man stellte sich vor, dass eben nicht in der Kirche getanzt wird, sondern eher, wenn der Teufel da ist und die Hexen auf dem Blocksberg ihr Unwesen treiben. Und später allerdings könnte man sich auch vorstellen, dass Tanz wieder eine staatstragende Funktion hat. Hier sehen wir einen französischen Staat, alles geordnet. Daraus entwickelt sich unser heutiges Ballett. Gut, und langsam, ich muss jetzt ein bisschen raffen. Was passiert mit dem Tanz und der Religion, wenn die Religion aufhört zu sein? Oder ist es so in der Moderne, das ist ja der alte Witz, dass Nietzsche zwar behauptet hat, Gott sei tot, aber der vielleicht doch überlebt hat. Auch hier finden wir eine Renaissance der Tänze, die also mit dem Diabolischen verbunden oder assoziiert werden. Hier haben wir Mary Wiegmann, berühmte Tänzerin. Hier also wieder Ausschlag in Richtung Unordnung. Eine interessante Erscheinung der Zwischenkriegszeit ist, dass man eben nicht nur
bei den Menschen sich die Tänze anschaute, sondern man hat eben auch die Bienentänze so bemerkt. Also man sieht hier diese, es geht darum zu zeigen, wo ist das Futter, nicht wahr? Und die Biene zeigt also hier mit diesem Schwänzeltanz dann, wo es zu den Blumen geht. Interessanterweise hat man also die armen Bienen also auch als Vertreter der Ordnung gesehen und sie dann in den 30er Jahren sich eine Idealvorstellung von einem Bienenstaat gemacht, die dann allerdings kurze Zeit später dann auch politisch sehr zu totalitären Ergebnissen geführt hat. So, Fazit, viele Bilder, alles hat mit allem etwas zu tun, vielleicht auch die Religion mit dem Tanz. Es gibt einen großen Überschneidungsbereich. Wir wissen alle, es gibt keinen gesellschaftlichen Anlass, der nicht durch choreografische Bewegung sakralisiert wird. Was ist eine Hochzeit ohne Tanz? Was ist ein Staatsempfang ohne eine Parade? Tanz und Religion können den anderen Zustand sowohl hervorbringen als auch zeigen. Und es hat beides einen ansteigenden Charakter. Ich danke euch für eure Geduld.